Better Know Your Candidate, heute mit Annette Wiedmann-Mautz von der CDU. Sehr geehrte Frau Wiedmann-Mautz, herzlich willkommen. Was bewegt Sie denn für Politik und wie sind Sie dazu gekommen? Ja, ich habe immer schon das Gefühl gehabt, dass ich die Zukunft unseres Landes nicht anderen überlassen darf. Ich war als Jugendliche sehr bewegt vom Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan und habe damals das Gefühl gehabt, Freiheit, das ist nichts, was einfach da ist, sondern das muss man verteidigen. Und Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, sondern sie lebt vom Mittun jedes Einzelnen. Und dadurch habe ich gesagt, klar, jeder Einzelne, das bin auch ich, und habe mich früh politisch engagiert. Ich hatte dann die Chance, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren, hatte das Privileg, gewählt zu werden und vertrete jetzt in der vierten Wahlperiode diesen Wahlkreis in Berlin. Und ich tue das mit Herz bei der Sache und bin auch wirklich stolz darauf, eine so schöne Region und ihre Menschen und ihre Interessen vor allen Dingen in Berlin dann auch vertreten zu dürfen. Ja, also wie gesagt, Sie haben gesagt, Sie sitzen im Bundestag, Sie sind aber auch Staatssekretärin im Gesundheitsministerium. Wie sieht denn da eigentlich der Alltag aus? Wie bringt man das zusammen? Ja, man braucht zunächst mal ein Umfeld, das einen sehr unterstützt. Ich habe einen Mann, der mir hier den Rücken frei hält. Ich habe zum einen die Verantwortung im Ministerium, das heißt, ich vertrete den Minister im Parlament, im Gesundheitsausschuss. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich Wahlkreisabgeordnete und versuche wirklich diese Bindung auch an den Wahlkreis intensiv zu leben. Ich bin hier vor Ort präsent und die Leute kennen mich. Sie wissen, dass sie mit ihren Anliegen zu mir kommen können. Und ich kümmere mich wirklich um die kleinen wie die großen Sorgen. Und so ist mein Arbeitsalltag sehr ausgefüllt, aber auch jeden Tag spannend, denn es sind die fachlichen Fragen im Ministerium, aber es ist auch die ganze Bandbreite des Lebens, das ich dann auch hier für diesen Wahlkreis bearbeiten darf. Ein ganz wichtiges Thema natürlich für Studenten ist immer Bildungspolitik. Das ist natürlich zum Teil auch Landessache, aber was trotzdem auch den Bund angehen kann, ist, dass es immer noch zu stark vom Einkommen der Eltern abhängt. Und zum Beispiel auch bei Praktika ist es so, dass die meistens halt nicht bezahlt sind und dass man, wenn man dann in eine andere Stadt gehen muss dafür zum Beispiel, dann im Prinzip eigentlich drauflegt. Was wollen Sie bei solchen Themen ändern? Also zunächst einmal bin ich stolz darauf, dass es uns in unserem Land gelungen ist, im Vergleich zu den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, als nur 5% eines Jahrgangs studieren konnten, heute über 50% der Vertreter eines Jahrgangs als Studierende und Studienanfänger an unseren Hochschulen begrüßen zu dürfen. Das ist eine tolle Entwicklung. Aber ich sage auch ganz offen, der Mensch beginnt nicht mit dem Abitur und wir müssen schauen, dass wir in unserem Land allen Jugendlichen, und zwar von Anfang an, unabhängig von ihrem Einkommen, aber auch unabhängig von ihrer Herkunft, Chancen eröffnen und dass wir sie individuell fördern und ihnen die Möglichkeiten geben, sich zu entwickeln. Da spielt natürlich die finanzielle Situation eine wichtige Rolle. In allen Bundesländern sind mittlerweile die Studiengebühren abgeschafft. Ist auch keine Angelegenheit des Bundes, aber man muss ja umgekehrt auch schauen, wie können wir wirklich helfen. Wir haben in dieser Legislaturperiode das BAföG erhöht und ich bin auch der festen Überzeugung, wir dürfen da nicht stehen bleiben, sondern wir müssen es auch weiter an die Entwicklung der Lebenshaltungskosten anpassen. Wir brauchen aber auch Hilfen für junge Menschen, insbesondere in der Unterstützung durch Stipendien. Und ich finde den Weg zu sagen, jawohl, Deutschland legt Deutschland-Stipendien auf. Wir motivieren Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, auch Patenschaften für Studierende zu übernehmen. Das ist ein toller Erfolg. Wir haben mittlerweile über 14.000 Deutschland-Stipendien und über 40.000 Stipendien in unserem Land. Und ich glaube, da haben wir das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, sondern können hier noch deutlich mehr tun. Und sicherlich, wenn ich da gerade was fragen darf, und zwar also 40.000
klingt jetzt nicht so wirklich viel. Die Uni Tübingen allein hat 30.000 Studierende. Und sie haben auch, sie haben das BAföG erhöht um 2%. In 4 Jahren ist im ersten Jahr das bereits mit der Inflation wieder weggefressen worden. Im Prinzip, wenn man die Inflation mit reinrechnet, ist es eine BAföG-Kürzung um ca. 6%. Ja, deshalb, wir müssen an beiden Stellen ansetzen. Ich habe gerade eben ja schon gesagt, ich glaube, wir müssen das BAföG weiterentwickeln in Richtung, dass es auch mit den Lebenshaltungskosten Schritt hält. Aber wir müssen umgekehrt auch schauen, dass die Lebenshaltungskosten gerade auch für Studierende in Grenzen bleiben. Und hier spielen natürlich Kosten für Miete, für Strom und vieles andere mehr eine große Rolle. Also Politik ist auch nicht eindimensional, sondern sie muss einen breiten Ansatz finden. Aber lassen Sie mich zu dem Thema Möglichkeiten für Menschen, sich etwas aus ihrem Leben zu machen und auch die Chancen zu nutzen, auch nochmal auf eine andere Gruppe eingehen. Denn es spielt ja immer eine Frage, wie viel investieren wir wo? Bildung und Forschung sind ganz wichtige Zukunftsthemen und deshalb müssen wir Spielräume haben, um auch investieren zu können. Da spielt eine gute Haushaltspolitik, eine solide Haushaltspolitik eine wichtige Rolle, denn wenn wir nur die Zinsen für Schulden bezahlen, haben wir kein Geld, um zu investieren. Also glaube ich, dass der Kurs, den wir in Deutschland eingeschlagen haben, wir wollen im nächsten Jahr einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorlegen und im Jahr 2015 mit dem Abbau von Schulden beginnen und gleichzeitig investieren. Das ist einfach ein wichtiges Paket. Und ich will auch diejenigen nicht vergessen, die eine berufliche Ausbildung machen, denn wir brauchen auch Menschen, die in unseren mittelständischen Unternehmen sozusagen mit der Hand am Arm tätig sind. Und das sind wichtige Leistungsträger in unserem Land. Und auch sie zu fördern, liegt mir sehr am Herzen, denn wir haben auch 25% Studienabbrecher an unseren Hochschulen und für sie soll es ja auch weitergehen. Sie sollen ja auch eine Perspektive haben und deshalb ist mir auch das Thema Master BAföG und die Unterstützung auf einem gesamten beruflichen Lebensweg ganz wichtig. Und wenn ich noch einen Aspekt ergänzen darf, heute heißt Studieren ja nicht immer nur direkt nach der Schule unmittelbar auf die Uni und Hochschule zu gehen, sondern wir brauchen auch lebenslanges Lernen. Das heißt, wir müssen auch Angebote schaffen, dass Menschen, die zum Beispiel eine berufliche Ausbildung gemacht haben, später studieren können und auch da angemessene Finanzierungsbedingungen vorfinden. Oder denken wir an Menschen, die schon früh Familienverantwortung haben, auch die Frage, wie finanziere ich ein Teilzeitstudium und wie schaffe ich das neben dem Beruf, mich weiter zu qualifizieren. Das sind genau die Themen, die wir in der nächsten Legislaturperiode anpacken wollen. Okay, alles klar. Sie haben auch die Mietpreisbremse im Prinzip angesprochen gehabt. Zu dem Thema muss ich sagen, das ist ja eine Forderung im Prinzip der Sozialdemokraten gewesen, die Sie dann übernommen haben. Und da ist mir, wenn ich das mir recht überlege, also der Mindestlohn kommt da auch noch dazu, also Sie nennen das Lohnuntergrenze und machen das branchenspezifisch, aber wenn ich es mir recht überlege, kommt es mir so vor, als ob das eigentlich eine Taktik der Demobilisierung ist, wie Sie Themen des politischen Gegners nehmen und sie sozusagen verwässern und dann darauf hoffen, dass der politische Gegner nicht so viele Stimmen bekommt, weil die Leute von ihm zu Hause bleiben. Ist das nämlich gerade eigentlich das falsche Signal bei einer Politikverdrossenheit? Also zunächst einmal ist doch wichtig, dass das, was wir als richtig erkennen, dass wir das dann auch vertreten. Und wissen Sie, es gibt keinen Patentschutz für kluge Ideen. Zumindest dann nicht, wenn wir in der Bevölkerung erkennen, jawohl, hier gibt es einen Missstand, hier gibt es ein Problem und wir suchen nach Lösungen. Und soweit ich weiß, hat das Thema Mietpreisbremsen oder Beschränkung und Begrenzung von Mietpreisentwicklungen nicht die SPD erfunden, sondern der Deutsche Städtetag. Und wenn Sie genau schauen, dann hat die unionsgeführte Bundesregierung bereits vor Jahren den Kommunen die Möglichkeit eingeräumt, dass die Länder bestimmen, in welchen Kommunen da, wo eine besonders schwierige Situation ist, zum Beispiel die Mietpreise bei Neuvermietung nicht unbeschränkt dann auch anheben zu können. Und wir sagen, diese Möglichkeit und dieses Recht wollen wir auch für die Wiedervermietung haben. Und deshalb ist das eine Weiterentwicklung unserer Programmatik. Sie geht auf das ein, was die Menschen von uns erwarten und zu Recht erwarten, damit sie auch weiterhin in den Städten auch leben können. Und deshalb, wie gesagt, gute Antworten, die dürfen sich ja weiter verbreiten. Wir brauchen am Ende ja dann auch Mehrheit. Also zu dieser Demobilisierungssache, ja.
das ist ja das nicht der einzige Punkt. Zum Beispiel ist jetzt die Landtagswahl in Bayern, okay, Sie sind von der CDU, nicht von der CSU, aber... Danke. halt eine Woche vor der Bundestagswahl. Also das erschließt, der Sinn dabei erschließt sich mir nicht. Und deswegen muss es irgendeinen anderen Grund geben, aus meiner Meinung nach, warum das gemacht wird. Und der Punkt ist auch wieder, dass die Leute halt dann sehen, oh, entweder die CSU hat nicht die absolute Mehrheit geschafft, das mobilisiert dann die Leute bei der Bundestagswahl nochmal extra zur Wahl zu gehen. Oder die hat es geschafft und dann ist es auch ganz wunderbar, weil sie dann eben die Wahl schon vorher gehabt haben. Ne? Also meinen wir es jetzt ernst mit dem Föderalismus in unserem Land oder nicht? Wir haben Wahlen in unserem Land. Nahezu an jedem Wochenende wählen wir irgendwo einen Bürgermeister. Wir wählen häufig in kommunalen Gremien. Wir haben Bürgerentscheide. Wir haben viele Wahlen innerhalb einer Legislaturperiode. Und wenn ein Land souverän entscheidet, wann es seine Wahl durchführt, dann hat der Bund das nicht zu kommentieren, sondern er hat es zu respektieren, wenn wir Föderalismus und auch die Eigenständigkeit unserer Bundesländer ernst nehmen. Da gefällt mir auch nicht immer alles in jedem Bundesland und manchmal denke ich vielleicht das eine oder andere weniger. Also im Sinne von Länderzusammenführung würde zumindest finanziell manchmal helfen. Aber ich stehe zu unserem Grundgesetz. Ich finde die Vielfalt in unserem Land gut, denn sie motiviert, sie schafft auch Wettbewerb und deshalb, es ist nicht meine Entscheidung, nicht die des Deutschen Bundestags, sondern die eines souveränen Landes, des Freistaats Bayern. Und die einen entscheiden so, die anderen, die Hessen, entscheiden es mit der Bundestagswahl zusammenzutun. Kritik gibt es im Übrigen in jedem Bundesland an der jeweiligen Entscheidung. Also ich finde, das sind Diskussionen, die sind den Streit nicht wert. Okay, jetzt in Ihrem Wahlprogramm haben Sie gesagt, Sie wollen relativ viele Sachen machen und die kosten ja dann auch irgendwas. Aber gleichzeitig sagen Sie auch, Sie wollen Haushaltskonsolidierung, die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse muss eingehalten werden, auf jeden Fall. Sie sagen aber auch, ja, das versprechen wir, aber das wollen wir im Endeffekt auch nur dann machen, wenn wir es bezahlen können. Warum versprechen Sie solche Sachen, die Sie dann im Endeffekt nicht halten können? Also bis jetzt haben wir nichts versprochen, was wir nicht gehalten hätten. Wir haben nämlich gezeigt, dass man, wenn man eine kluge Wirtschafts- und Finanzpolitik macht, dass man beides kann. Wir haben ja in den letzten Jahren gezeigt, dass wir die Ausgaben des Staates gesenkt haben. Wir haben nicht mehr ausgegeben, sondern wir haben weniger ausgegeben, als wir 2009 begonnen haben. Wir haben aber trotzdem es erreicht, dass wir mehr Steuereinnahmen erhalten haben, dadurch, dass wir den Motor unserer Wirtschaft wiederum mit klugen Rahmenbedingungen zum Laufen gebracht haben. Angela Merkel hat 2009 mitten in der Finanzkrise gesagt, wir wollen besser aus dieser Wirtschafts- und Finanzkrise herauskommen, als wir hineingegangen sind. Und das stimmt. Wir haben heute weniger Arbeitslose, wir haben eine niedrigere Jugendarbeitslosigkeit. Unser Wachstum ist wieder wirklich gut. Wir haben 8% an Wirtschaftskraft zugenommen. Und das zeigt, wenn man es klug macht, kann man ohne Steuer zu erhöhen, mehr einnehmen und keinen Spielraum schaffen, um zum einen die Verschuldung zurückzuführen und gleichzeitig trotzdem mehr zu investieren. Wir haben in Bildung, Forschung und Entwicklung so viel investiert wie noch nie in unserem Land. Und das tut uns gut, auch hier bei uns in der Region. Die Universität Tübingen allein erhält über 100 Millionen Euro als Exzellenzuniversität. Nochmal über 100 Millionen sind an unsere Universitäten und Forschungseinrichtungen geflossen, um tolle Forschung und damit kluge Ideen für die Zukunft dann zu befördern. Und nochmal, über 10 Millionen sind in die mittelständischen Betriebe geflossen, weil hier sitzen ja die Tüftler und Macher und Denker dann direkt vor Ort. Und auch sie werden unterstützt, denn das sind Zukunftsperspektiven für junge Menschen. Also man kann es tun, aber man darf nicht dem Irrtum unterlegen, dass wenn man nominal Steuern erhöht, dass damit mehr in der Kasse im Ergebnis bleibt, sondern man muss gute Rahmenbedingungen für Investitionen schaffen. Und da ist sicherlich die Vermögenssteuer, die Vermögensabgabe, die Erbschaftssteuer absolut ungeeignet. Denn diese Maßnahmen werden das Kapital aus Deutschland entziehen. Die Wirtschaft ist heute global. Menschen überlegen, wo investiere ich Geld, wo will ich Perspektiven schaffen. Und wir wollen, dass es in unserem Land passiert und am besten in Baden-Württemberg und noch besser hier in unserem Wahlkreis. Wunderbar.
Jetzt eine Sache, die Sie auch persönlich betrifft, und zwar Deutschland hat nämlich als einziges von ganz wenigen Ländern noch nicht die Resolution gegen Beamten oder gegen Abgeordnetenbestechung nicht ratifiziert. Und Ihre Partei ist da dagegen und ich kann das nicht nachvollziehen. Warum? Also wir haben überhaupt nichts für Beamten und auch nicht nein, für Beamte meine ich nicht, Abgeordnete. Und für Abgeordnetenbestechung übrig, sondern es geht darum, dass wir diese Regeln mit dem freien Mandat in Deutschland übereinbekommen. Wir haben auch nicht gesagt, dass wir es nicht unterzeichnen, sondern hier laufen in dem entsprechenden Ausschuss noch Diskussionen. Ich finde, wir sollten im Ergebnis möglichst bald zu einer Ratifizierung kommen. Aber ich sage auch klar, das Mandat muss auch weiterhin frei sein. Denn die Bürgerinnen und Bürger haben auch ein Anrecht darauf, dass wenn sie sich mit ihrem Abgeordneten unterhalten, wenn sie Probleme haben, dass sie da auch geschützt sind, nämlich auch in ihrer Persönlichkeit. Und ich finde, beides kann man durcheinander, kann man miteinander zusammenbringen. Ja, die Frage ist, wie gläsern ist der Abgeordnete? Wir handeln nach Recht und Gesetz in der Veröffentlichung der Zuwendungen, die wir als Abgeordnete erhalten. Im Übrigen auch die Parteien finanzieren sich in unserem Land auf der Basis des Grundgesetzes. Und es geht jetzt wirklich darum, das eine ist die Bestechung, nämlich den klaren Stimmenkauf, der ist in unserem Land verboten. Mhm. Und jetzt geht es darum, die weitergehenden Regeln mit dem freien Mandat in Einklang zu bringen. Wie gesagt, ich bin dafür sehr offen und habe da auch keine Bedenken, das zu tun. Aber es geht ja auch um solche Dinge wie, dass man dann halt mal von der Pharma-Lobby, also ich sage jetzt mal Gesundheitsthemen, eingeladen wird, dass man dann mal zum Abendessen gehen darf und es dann auch ganz nett oder in Urlaub fliegt und in solche Sachen. Also das wäre nach dem heutigen Abgeordnetengesetz schon nicht möglich. Urlaub fliegen, aber Essen schon. Das sind Zuwendungen, die die entsprechenden Grenzen und Freigrenzen überschreiten. Auch wenn Sie sagen, Lobbyismus vom Deutschen Gewerkschaftsbund über die Sozialverbände bis auch zu Industrieinteressen sind legitime Interessen, die in einer Demokratie in den Ausgleich gebracht werden müssen. Denn wenn ich mir nicht beide Seiten anhöre, die eine Seite sagt, wir schaffen Arbeitsplätze, Gewerkschaften sagen, wir unterstützen die Arbeitnehmerrechte, ich muss immer beide Seiten hören und ich muss mit beiden ins Gespräch kommen. Wenn ich dabei eine Tasse Kaffee trinke, finde ich, ist das noch okay, aber einladen zu reisen und größeren Dingen, das ist nicht in Ordnung. Das ist aber nach unserem jetzigen Abgeordnetenrecht schon heute nicht in Ordnung und muss auch heute transparent gemacht werden. Dazu gibt es die Möglichkeit, das auch einzusehen beim Deutschen Bundestag. Dafür haben wir die Webseiten und die veröffentlichungspflichtigen Angaben. Und ich finde, wenn es darüber hinaus weitergehende Möglichkeiten gibt, die dem Interesse Rechnung tragen, aber die auch noch praktikabel sind, denn Sie müssen auch immer sehen, dahinter stehen dann auch wiederum eine Heerschar von Beamten, die wiederum jeden Kaffee abrechnen und auch kontrollieren müssen. Es muss im Verhältnis stehen, aber völlig klar ist, Beeinflussung, die mit Geld dann praktiziert wird, um Stimmen zu kaufen, das ist nicht in Ordnung und dafür stehe ich auch nicht. Okay, jetzt ist die CDU auch die einzige Partei, die Volksentscheide auf Bundesebene komplett ablehnt. Und dabei, die Mehrheit der Deutschen ist ja dafür. Und da haben Sie Angst, dass Sie sozusagen abgestraft werden mit Sachen, die die Bürger im Endeffekt nicht wollen? Nein, ich habe überhaupt keine Angst vor dem Volk. Denn wie gesagt, wir stellen uns warum nicht nur alle dagegen? 4 Jahre dem Volk, sondern in vielen Wahlen und Abstimmungen. Ich glaube, wir müssen abwägen zwischen den unterschiedlichen Ebenen und den Themen. Ich finde es ganz wichtig, dass Menschen da, wo sie auch ihre Erfahrung, ihre persönliche Sichtweise haben und auch die Folgen ihrer Entscheidung abschätzen können, mitbestimmen können. Deshalb ist die kommunale Ebene zum Beispiel eine ganz große Domäne für Bürgerbeteiligung, auch direkte Demokratie. Ich glaube auch, dass wir auf Landesebene, wo es dann doch auch wiederum sehr regional begrenzte Entscheidungen gibt, mehr Möglichkeiten schaffen müssen. Hier ist die Union, die CDU in Baden-Württemberg ja auch bereit, die entsprechenden Quoren abzusenken. Aber ich finde, wir müssen auch die Vor- und Nachteile, insbesondere auch aus der Erfahrung der eigenen Geschichte auf Bundesebene abwägen. Und da spielen für mich gerade auch
auf der einen Seite die Rechte von Minderheiten eine wichtige Rolle, aber es gibt auch die Gefahren, nämlich Minderheiten, die mit viel Geld ausgestattet sind, dann sozusagen ein Gewicht in unserer Demokratie zu verschaffen, auch durch Populismus, das, glaube ich, den Entscheidungen nicht gut tut. Und deshalb stehe ich sehr klar zu der repräsentativen Demokratie. Ich halte sie auch für richtig, dass wir Verantwortung übertragen. Das heißt nicht, dass wir sie abgeben und damit nicht mehr eine Rückkopplung haben. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass viele Entscheidungen in ihrer Tragweite eine Komplexität heute erreicht haben, die sich dann einer punktuellen, auch leicht zu manipulierenden Volksabstimmung entziehen sollten. Aber wie gesagt, das ist nicht ein generelles Nein, sondern es hängt von der Fragestellung und von der Ebene ab. Das Thema privatversichert und gesetzlich versichert ist eben ein Wahlkampfthema jetzt auch. Wussten Sie, dass man mit 25, da muss man dann bezahlen selber, aber dass man dann nicht wechseln kann, wenn man in der privaten Versicherung ist zum Beispiel, von den Eltern zuvor und während des Studiums dann dort mitversichert war sozusagen, dass man dann mit 25, wenn man anfangen muss selber zu zahlen, nicht in die gesetzliche wechseln kann. Das ist bei zwei von meinen Mitbewohnern so. Die zahlen ca. 200 Euro für ihre Versicherung pro Monat und ich, der gesetzlich versichert bin, zahle ich 73 Euro. Da muss ich doch ganz dringend was ändern, weil die 130 Euro, die weniger haben als ich im Endeffekt im Monat, das wirkt sich aus. Und warum ist das nicht möglich? Zunächst einmal belegt Ihr Beispiel, dass es nicht so ist, dass es in der privaten Krankenversicherung immer sozusagen günstiger sei als in der gesetzlichen. Nicht für Studenten. Sondern dass es immer sehr auf die individuelle Lebenssituation ankommt. Ich glaube, dass wir in Deutschland alles in allem durchaus gut gefahren sind mit einem dualen System. Jedes System, die gesetzliche Krankenversicherung wie die private, hat Vorteile und sie hat Nachteile. Und es geht aus meiner Sicht für einen verantwortungsvollen Gesundheitspolitiker darum, die Nachteile zu minimieren und die Vorteile dann auch entsprechend für das jeweils andere System vielleicht auch mit zu übernehmen. Aber ich gebe Ihnen recht, es gibt Situationen, in denen auch die private Krankenversicherung eine erhebliche finanzielle Belastung für einen individuellen Haushalt ausmachen kann. Und deshalb müssen wir daran arbeiten, das Gesundheitswesen auch in Zukunft effizient zu gestalten. Und wir müssen sehr darauf achten, dass für das Geld, das wir in die Versicherung einzahlen, wir auch wirklich Qualität und gute Leistung erhalten, aber gleichzeitig auch die Beschäftigten ordentlich bezahlen, denn die leisten, ob in der Pflege oder als Ärztinnen und Ärzte in der niedergelassenen Praxis oder im Krankenhaus, auch einen wirklich wichtigen Dienst an unsere Gesellschaft. Ja, aber dieses speziellen Fall, der jetzt Studenten wirklich also nicht nur 2 oder 5 betrifft, sondern das ist, finde ich, eigentlich ehrlich gesagt ziemlich krass. Würden Sie, wenn jetzt mir hier in die Kamera sagen, dass Sie das ändern wollen? Nein, man muss die Gesamtsituation betrachten, denn wir haben ja Solidargemeinschaften in der gesetzlichen Krankenversicherung, die angelegt sind für eine Bevölkerung, die sozusagen von dem Kind, das gerade zur Welt kommt, bis zu dem älteren Menschen mit einem erheblichen Versorgungs- und Leistungsbedarf. Und genauso in der privaten Krankenversicherung haben wir zwar ein individuelles Versicherungskonto, aber natürlich lebt auch Versicherung immer von Versicherungskollektiven. Und es gibt die Phasen, in denen Eltern, die sich für die private Krankenversicherung entscheiden oder qua beruflicher Tätigkeit auf die private Krankenversicherung verwiesen sind, auch Phasen, in denen es Vorzüge gibt. Und deshalb finde ich, muss man immer die Gesamtbetrachtung anstellen. Und natürlich kommt der Studierende aus einem Elternhaus, in dem man im Zweifel auch von den Vorzügen profitiert hat. Es gibt immer die Möglichkeit, in den meisten Fällen sich auch für eine freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung zu entscheiden. Aber die Entscheidung ist wiederum auch da, je nach Lebensalter, je nach individueller Situation, dann auch häufig anders getroffen. Aber man darf sich in guten Zeiten nicht sozusagen das gute Modell aussuchen und wenn die Zeiten schwieriger werden, dann sagen, naja, jetzt wäre mir das andere vielleicht doch wieder lieber. Das nennen wir dann in der modernen Sprache Moral Hazard Verhalten und davon, glaube ich, sollten wir Abstand nehmen, sondern sollten die Solidargemeinschaften in sich stärken. Wunderbar. Vielen Dank, erstmal. Jetzt habe ich noch eine Schlussfrage und zwar, Sie waren ja in der Großen Koalition mit dabei und eben jetzt auch in der Schwarz-Gelben. Welcher Koalitionspartner ist Ihnen denn in der Arbeit lieber gewesen?
Also deutlich entspannter und unaufgeregter war die christlich-liberale Koalition. Ich habe gut mit meinen Kollegen zusammengearbeitet. Als Staatssekretärin der CDU in einem FDP-geführten Ministerium konnte ich das ja wirklich tagtäglich exerzieren. Trotz unterschiedlicher politischer Grundannahmen und Grundeinstellungen haben wir es immer sehr schnell geschafft, einen breiten Konsens, einen gemeinsamen Nenner zu erreichen. Das war mit der Sozialdemokratie unter Ulla Schmidt ganz anders. Da war das lange, lange Nachtsitzungen und sehr nervenaufreibende und zehrende Verhandlungen. Also wenn ich es mir aussuchen darf, lieber mit der FDP. Okay, Frau Wittmann-Mautz, vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön.